So, Leute, und willkommen zurück. Willkommen, willkommen. So, im letzten Part haben wir die Enduro-Mission gemacht. Erfolgreich haben wir alle vier in einem Video gepackt, beziehungsweise ich habe sie in ein Video gepackt. Und das hat ja ganz gut geklappt. Direkt alle flüssig hintereinander. Wie gesagt, die letzte Mission war ja ganz einfach mit dem. Na, sprich. Ja, mit diesen XXX-Max hier. Wenn man übrigens die Mission hat, dann wird hier unten so ein Ding gespawnt. Man kann jetzt auch tatsächlich sehen, was draufstehen soll. Ja, irgendwas Schweinisches mit einer Pferdemaske, mit einer Pferdenmaske. Ja, wenn ich mal später das Scharfschützengewehr habe, dann schauen wir da nochmal genau drauf. Aber soll uns jetzt wurscht sein. Wie gesagt, wir machen wieder Story-Mission weiter, habe ich am letzten Part angekündigt. Und ja, fahren wir direkt mal zu Tony. Es ist ja auch direkt am frühen Morgen, am hellen Morgen. Ja, ich schaue, dass ich immer tagsüber dorthin gehe. Denn dann kann ich da auch schön die Cutscenes im helllichten Morgen zeigen. Ist auch ganz gut. So, ihr habt gerade gehört, das Telefon hat geklingelt, obwohl wir die Elduro-Mission ja von der Karte gefegt haben. Ja, das ist natürlich, die kann man jetzt wiederholen, das ist natürlich wegen dem Rennen, das ist auch nicht ganz schlecht, dann kann man die Trophäe nochmal wiederholen, wenn man die verpasst hat. Na, das geht, glaube ich, bei den Marki-Chance-Missionen nicht, die haben wir auch schon fertig. Aber naja, ja, ich sehe schon hier so kleine Lichter, hier so eine Klingel oder was das sein soll, das haben sie auch dazu geaddet, das war auch nicht da. So, die erste offizielle Tony Cipriani-Mission. Und jetzt noch mal ein kleines Wort dazu. Ihr solltet, so wie ich jetzt, das ist die erste Tony Cipriani-Mission, die solltet ihr erst anfangen, wenn ihr alle Nebenmissionen habt. Sprich, die großen Taxi-Missionen, die haben wir schon. Also ich jetzt zumindest. Die Krankenwagen-Mission Level 12 einschließlich, damit man endlich Rennen hat. Auch sehr wichtig für die 100%. Ja gut, die braucht man alle für die 100%, aber. Ihr wisst, was ich meine, ist halt einer der schwierigsten. Genau, und die Feuerwehr- und Polizei- bzw. Bürgerwehrmission haben wir ja auch schon abgehakt. Das sind so die größten TAP-R3-Nebenmissionen. So heißen sie zumindest im GTA-Wiki. Also, wenn ihr die habt, dann könnt ihr eigentlich und auch halt die Päckchen am besten, weil ihr müsst halt dann immer wieder. In die Territorien gehen, wo halt Gangs sind. Und in Chinatown, wie gesagt, fangen dann die Triaden an, euch zu hassen, wenn ihr halt hier die Tony Cipriani-Mission schon ein bisschen weiter seid. Deswegen macht diese ganze Mission, bevor ihr die erste Tony Cipriani-Mission macht, weil sonst wird es echt unnötig schwer, ne? Also die Krankenwagen-Mission ist eh schon teilweise echt schwer gestaltet von der Zeit her und so, auf die ganzen Sachen, auf die man achten muss. Deswegen mach die am besten so früh wie es geht. Ich mache es ja immer schon ganz am Anfang. Deswegen ist mein Playthrough auch schon vollgepackt mit den ganzen großen Nebenmissionen. Deswegen mache ich hier mal ein bisschen mit Story jetzt weiter. Wie gesagt, habe jetzt genug gequatscht. Wir gehen direkt mal rein. Schmutzige Wäsche. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Ma. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. So, das war die Cutscene. Es gibt ja hier von Tony Cipriani, wenn man so will. Zwei Teile, also der erste Teil glaube ich sind drei oder vier Missionen. Dann gibt es einen kurzen Abschnitt. Ja, was heißt Abschnitt? Eine kurze Pause bei ihm. Und dann glaube ich kommen noch mal zwei oder drei Missionen, wenn nicht sogar vier. Und ich versuche jetzt hier mal Teil 1 zu machen in dem Video und auch nur Teil 1. Und dann schauen wir mal weiter. Ach, der brennt direkt schon. Boah, der braucht aber wenig Kugeln.
Da braucht man ja nicht mal eine Granate dafür. Ich glaube, in der originalen PS3-Version waren die aber kugelsicher. Also man musste wirklich die Granaten benutzen. Ja, also die rauchen ja hier schon, wenn man da anfängt. Ne? Jetzt brennt er. So. Also man kann zumindest ein bisschen besser sagen, dass die Autos kurz vorm Explodieren sind, so wie jetzt, der raucht ja ziemlich. Das ging davor nicht. Also wie gesagt, wenn man in der Originalversion, PS2 oder PC, so ein bisschen schon angedutscht ist, ein niegelnagelneues Auto, dann hat er schon, also so wie jetzt, also ein bisschen angedutscht, dann hat er schon wie verrückt angefangen zu qualmen, so wie jetzt ungefähr. Obwohl der Motor eigentlich nur 1% Schaden verloren hat von 100. Und das ist hier nicht so. Also wenn die Autos hier schon so ein bisschen rauchen, dann haben sie eigentlich schon gut die Hälfte Leben verloren. So, ja, ich mag es nicht, hier immer in St. Marks reinzufahren. Wie gesagt, das ist so, wie ich beobachtet habe, ja eigentlich immer der Grund, wieso hier die Dinger alle hoch, wieso mein Spiel immer abschmiert. Entweder die Hochbahn oder die, oder hier St. Marks das Gebiet. So, das war's direkt schon. Sehr schön. Ja, das geht ja hier wie am Schnürchen. Machen wir direkt mal die nächste Mission. Sind wir wieder da hier. So. Der Geldbote. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. So, ja, also wie ihr seht, man muss hier sehr gegen die Triaden vorgehen. Also es ist kein Wunder, dass dann schon wahrscheinlich nach dieser Mission dann hier die Triaden euch immer ans Leder wollen, sobald ihr in diese Stadt dort reinfahrt, in Chinatown. Deswegen, wenn ihr dann da Nebenmission macht, wie jetzt die Krankenwagenmission oder so, dann schießen die halt immer auf euch. Und das ist total dämlich. Also ihr habt, ja, dämlich, es ergibt halt Sinn, ne? Aber es ist halt dumm für die Mission dann. Deswegen macht die wirklich, bevor ihr hier zu Tony Cipriani das erste Mal richtig hingeht, zu Teil 1. Ja, wie gesagt, hier die Reifen konnte man ja auch noch nicht zerstören. Das haben sie ja auch nicht gemacht, zum Glück. Das wäre nämlich echt bescheuert, wenn das hier ging. Weil das habe ich auch immer in GTA 3 gemocht, dass man hier keine Reifen zerschießen konnte. Ne? Das war ja auch ganz gut immer. Gut, dann fahren wir mal dahin. Ach ja, das war die Mission hier. Und ja, wie gesagt, in Vice City waren es ja hier die die Kubaner, die halt gegen die Haitianer vorgegangen sind. Es waren halt Gangs oder sind Gangs. Und die Haitianer sind dann gegen die Kubaner logischerweise vorgegangen. Und der Anführer der Kubaner ist ja Danny Trejo, der spielt ja den Umberto Robina in Vice City. Und der hat halt in die Cutscenes da immer ganz brutal. Also wer die originale PS2-Version kennt, die allererste, da war das total heftig. Da waren die Cutscenes, stand halt auch in der deutschen Version immer drin. Ja, diese scheiß Haitianer und wir müssen die alle ausrotten oder auslöschen und so. Und hol dir ein haitianisches Auto und so. Und das haben sie halt dann im Dialog irgendwann komplett rausgenommen und auch in die, also nicht nur im Audio, in den Audiodaten haben sie das dann rausgenommen, sondern auch in den Worten, in die Untertitel und so. Da hat man halt das Wort Haitianer war dann im ganzen Spiel gar nicht mehr vertreten. Und das haben sie dann hier noch nicht gemacht, aber ab Vice City halt dann, weil sich die Haitianer eben aufgeregt haben. Und das, oder die haben mal angedroht, dass sie da Rockstar Games verklagen wollen, deswegen. Und deswegen haben sie das halt
dann rausgenommen. Und damit sind dann ja auch schon die ersten Lieder leider weggekommen, wie Billie Jean von Michael Jackson. Das war ja nur in der Konsolenversion, der allerersten Version drin. In allen anderen Konsolenversionen, weil es hat ja dann nochmal die Trilogie für die PS2 gegeben. Ich glaube 2006 kam die raus für US-amerikanischen Markt und für Europa, glaube ich. Und da haben halt die Lieder auch schon dann alle gefehlt. Also ab der haitianischen Version haben halt dann die ersten Lieder schon gefehlt, in Vice City zumindest. GTA 3 war ja soweit da immer safe. Glaube ich zumindest. Ja, genau. Aber die Haitianer sind natürlich nicht schuld, dass die ganzen Soundtracks da weggefallen sind. Nicht, dass es jetzt hier rein interpretiert wird. Sie haben halt nur dann angefangen bei diesen ersten Versionen, weil halt da, wie gesagt, die Lizenzen für die Lieder ausgelaufen sind. Da haben sie halt dann angefangen, das rauszunehmen, ne? Die ersten Lieder. Ja, also gut, wir sammeln jetzt hier mal ein. Das ist ja jetzt hier ein Hinterhalt, das sieht man ja. Ja, ich versuche mal immer andere Waffen zu benutzen. Ich könnte jetzt hier ganz brutal hergehen mit so... Oh, das war aber der Kopf. So, das war's schon wieder. Leider zieht die immer sehr viel Schutzweste ab. Solange die meine 125 Health nicht vollkratzen, soll es mir aber recht sein. So, machen wir die mal platt hier. So, wie gesagt, ich glaube, nach der Mission, glaube ich, ist man dann verfeindet offiziell mit den Triaden. Das heißt, wenn man immer in deren Gebiet kommt, dann wollen die einen halt kalt machen. Ach, jetzt ist mein Auto natürlich auch hochgegangen. Das ist jetzt blöd. So, na, was nehmen wir denn für ein Auto? Nehmen wir doch mal das Taxi hier. So. Genau, bring das Geld zurück zu Toni. Das machen wir mal eben. Ja, ich könnte mir jetzt eine Schutzweste noch holen, bevor ich dann direkt die nächste Mission mache, aber das ist jetzt nicht ganz nötig. Wie gesagt, die kann ich ja unterwegs auch mir besorgen. Wie gesagt, wichtig ist mir, dass ich jetzt mehrere Missionen schnell hintereinander in ein Part packe und den dann so schnell wie möglich beende, weil ich will das hier ich will das jetzt hier echt nicht riskieren, da dass mir die Aufnahme dann wieder abschmiert und ich dann alles nochmal machen darf. Und wenn ich zu viele verschiedene Sachen mache, dann ist es echt unübersichtlich, was ich da noch wiederholen darf. So, deswegen starten wir direkt mal die nächste. Das Treffen bei Salvatore. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. So, genau, das ist jetzt schon die erste Mission oder die große Mission, bei der man jetzt die ganze Gang vereint. Oder den ganzen Mafia-Pöbel vereint. So, oh, es bricht schon wieder so ein. Gefährlich, gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Ja, ich versuche mal so leicht dann vom Gas runterzugehen. Denn das soll ja eigentlich auch ein Grund sein, wenn man zu schnell durch die Stadt fährt, dann kann das dazu führen, nicht zwingend, aber es könnte dazu führen, dass das Spiel halt abbricht. Deswegen, ja, schauen wir mal, dass das Wetter eigentlich ganz in Ordnung ist. Gehen wir mal da rein. How you doing? How you doing? So, noch gut. Noch geht's der Limo ja gut. So, gleich aber nicht mehr, wenn die einen so hart crashen hier. So, so, dann wollen wir mal. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal die ganzen Mafia-Leute hier abholen. So.
Ist das eigentlich hier nicht verändert, wenn man, also ich merke jetzt noch nichts, wenn ich jetzt hier drifte, dass das durch den Regen irgendwie verändert ist. Es soll wohl in erster Linie tatsächlich nur grafisch so sein. Aber in Vice City, glaube ich, war das dann schon, wenn man da geflogen ist oder so, da hat man das schon gemerkt, dass dann der Helikopter oder das Flugzeug mit Turbulenzen schon sehr zu schaffen hat. So. How you doing, Kid? Ja, wie gesagt, der Luigi Cottarelli. Der kam ja so in die anderen Teile wie Liberty City Stories auch gar nicht mehr vor. Ne? Ja, wie gesagt, es spielt da 2001, da ist ja dann geschichtlich schon alles passiert eigentlich mit dem 3D-Universum. Ist ja auch der späteste Eintrag, ne, von der 3D-Universum geschichtlich. So, ja, dann wollen wir mal den guten Tony abholen und zu Salvatore fahren. Oh, was ist mit dem Sound los? Boah, es ist jetzt eingebrochen. Muss ich mal schauen, ob man das in der Aufnahme auch hört. No fancy crap. Oh Mann, der hat jetzt viel Schaden gemacht. Ja, das wird nicht ganz einfach. Die drehen hier schon wieder ganz durch, jo. Ja, lasst mich durch, lasst mich durch. So. Ja, das ging doch ganz gut. So, und reingefahren. Bumm. Auch in der Garage haben sie ziemlich viele neue Texturen hinzugefügt. You did good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too long. You tell them, once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey. Your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. So, ja, das war jetzt der Teil 1 von Tony. Ich dachte, es kommt noch eine Mission, das scheint es aber gewesen zu sein. Wenn wir nicht jetzt gleich eine Nachricht auf unserem Pager bekommen, aber ich denke, das war's jetzt für Tony, zumindest für Teil 1. Wie gesagt, wenn wir dann hier Salvatore ein paar Missionen machen, dann dürfte Teil 2 nochmal aufploppen bei ihm. Genau, ja, also wie gesagt, die Story-Missionen sind größtenteils jetzt fast schon, oder sagen wir mal so zu 75% durch für Portland. Das heißt, ich werde in der nächsten Part werde ich wieder Nebenmissionen machen. Ich habe auch schon einen Plan, was ich da machen werde. Ja, noch ein kleines Wort zu der Cutscene. Also wie gesagt, es soll ja auch immer wieder im Dialog sein, also in einer der Kritiken, dass die Charaktermodelle so überhaupt keine Emotionen zeigen, beziehungsweise davor hat man das zwar auch nicht wirklich gesehen durch die schlechte Grafik, jetzt hat man eine bessere Grafik, aber dass die halt so emotionslos irgendwie sind, kann ich jetzt nicht sagen. Also wir haben es ja jetzt gesehen, und ihr könnt da ein bisschen zurückspulen, also die Augenbrauen und so, die haben sich schon sehr auch gerunzelt, wenn die jetzt geredet haben. Wie gesagt, das war ja damals GTA 3, man muss ja bedenken, das war das allererste 3D-GTA. Was wollen die denn dann hier noch machen? Also du kannst die ja nicht von Ground Up komplett neu animieren, das wäre doch kompletter Blödsinn. Also ich finde es authentisch genug. Wie gesagt, wie Plastik- oder Lego-Figuren haben die jetzt nicht zwingend alle ausgesehen.
Es gibt den ein oder anderen Screenshot, wo Salvatore oder wo war denn das? Ich glaube Ray Machowski, den man später in Staunton Island kennenlernt, dass der da ziemlich schielen soll. Vielleicht ist das nur in einer bestimmten Mission so, oder weiß ich jetzt nicht, ob das in einer bestimmten Version dann auch ist. Müssen wir mal gucken, ob das hier auf der PS5-Version auch so ist. Also ja, auch Claude sieht halt so ein bisschen, ich sag jetzt nicht ängstlich, aber so ein bisschen nervös aus. Da gab es ja auch ein paar Memes im Internet von. Ja, also wie gesagt, die Charaktermodelle haben wirklich, wenn man jetzt ehrlich ist, haben sich schon verändert, aber nicht zwingend zum Schlechten. Ich meine, wenn sie die halt aufpolieren, dann kommen halt da grafisch mehr Texturen oder Feinheiten einfach raus oder werden ersichtlich. Die können jetzt positiv oder negativ ausfallen, aber ja, für mich ist es in Ordnung. Wie ihr im Hintergrund schon hört, das ist so das Einzige, was mir jetzt in der Cutscene hier aufgefallen ist. Da habe ich jetzt, wie gesagt, besonders drauf geachtet, weil es halt so eine größere bzw. wichtige Cutscene war eigentlich. Hier ist ja immer so ein komisches Klavierlied in der Nähe von Salvatore. Jetzt hört man's und jetzt hört es wieder auf. Also normalerweise spielt es komplett durch, aber irgendwie scheint es einmal anzufangen, wieder aufzuhören. Das ist so der einzige Bug, den ich jetzt hier bei dieser Cutscene gesehen habe. Beziehungsweise halt jetzt, ne? Na, habt ihr gehört? Gerade hat es angefangen und nach 2 oder 3 Sekunden hat es wieder aufgehört. Eigentlich spielt dieses Klavierlied im Hintergrund pausenlos durch und in der Schleife. Ja, weiß ich jetzt nicht, was da der Grund ist. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber wie gesagt, das soll ja mal erwähnt sein. Nee, also wie gesagt, schaut euch mal da hinten, wie gesagt, die Draw Distance an. Ich habe jetzt leider keinen Sniper, sonst würde ich da hinvisieren. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass das eher aussieht wie Felsen, wenn es jetzt tagsüber ist, weil dann leuchten die ja nicht, aber es soll wohl doch eine Stadt angedeutet sein. Was interessant ist, weil wenn man auf die Map guckt, dann ist hier ja eigentlich gar nichts mehr. Also gar nichts mehr. Auf die offiziellen Maps geht es ja eigentlich nur so. Also wenn man jetzt im Internet guckt, geht es ja bis maximal hier, ne, so ungefähr. Und dann wird da oben halt, also so wie jetzt, ja nichts mehr angezeigt. Also die haben halt hier die ganze Map übernommen und da haben sie halt das noch mitgenommen. Und da haben sie halt hier die Felsen noch mit. Und ja, also. Ich weiß nicht, für mich hat es jetzt bis jetzt hat es eigentlich wie Felsen ausgesehen, aber da das alles beleuchtet ist, sollen das wohl Häuser sein, die halt immer unabhängig von der Map noch ein weiteres Gebiet darstellen soll. Ich bin ja ganz am Anfang, am Release-Tag, bin ich ja erschrocken, als ich da von ganz hinten durchgefahren bin, da langsam vorgekommen bin. Da war das Wetter auch nicht so gut. Da war das alles so ein bisschen bräunlicher, dem Wetter bedingt. Und ich dachte erstmal, jo, was ist denn da am Horizont für ein fetter Grafikfehler, weil das alles so ein bräunliches Gebilde war. Und dann fahre ich richtig nah hin bis zum Anfang von dem Portertunnel. Und dann sehe ich da erst, ach, das soll eine Insel sein und so Felsen. Beziehungsweise ja jetzt, wo man es in der Nacht sieht, so Häuser. Da dachte ich, das ist ein Grafikfehler, weil das kannte man halt nicht, dass man so weit in die Ferne gucken kann. Und es ist ungewohnt, aber es ist jetzt nicht wirklich schlecht, sage ich jetzt mal. Das haben sie ja nämlich auch kritisiert. In San Andreas sind sie nämlich auf das höchste Gebäude, das ist ja in Los Santos. Und dass du halt da die komplette Map überblicken kannst und dann halt den Ozean noch zu viel eigentlich überblicken kannst. Also, ihr merkt vielleicht schon, das ist alles so ein bisschen Gemeckere auf hohem Niveau. Ich denke, die haben hier ganz gute Arbeit geleistet und grafisch und man kann hier echt nichts sagen. Und vielleicht, weil ich jetzt auch mit GTA 3 anfange, aber wenn man GTA 3 mal mit seiner Originalversion vergleicht, grafisch jetzt schon allein schon, das kannst du eigentlich, also was das für Unterschiede und Dimensionen sind, das ist schon echt heftig, ne? Weil halt auch viele direkt mit GTA San Andreas anfangen. Das finde ich halt immer blöd, weil die immer gleich mit dem größten und wichtigsten Teil, als wenn jetzt GTA 3 und Vice City da nicht so wichtig wären. Das finde ich so dumm und schade, ne?
Aber gut, das muss jeder selber wissen, wie er das halt macht. Wie gesagt, ich finde jetzt das jetzt hier nicht so schlimm, alles. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier alles findet. Ja. Nee, alles klar, Leute. Ich habe jetzt wieder sehr lange gequatscht. Ich beende jetzt die Aufnahme hier schon, nicht, dass mir das Spiel auf dem Weg zum Versteck wieder abschmiert und dann habe ich wieder keine Aufnahme. Ja, das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme. Also das ist der einzige riesig große Kritikpunkt von mir, weil du halt wirklich wie in Cyberpunk echt Angst haben musst, überhaupt irgendwas zu machen, weil dir ja jederzeit das Spiel abstürzen könnte. Abstürzen könnte. Ich habe gerade noch mit ein paar ausländischen Freunden im PSN hier geredet, kurz vor der Aufnahme. Und die haben gesagt, bei ihnen, die jetzt GTA 3 gespielt haben, war das nicht so schlimm wie bei denen. Aber gut, das sind halt auch Casual Player, die tun halt nur die Hauptmissionen spielen und haben halt, wenn das mal passieren sollte, halt Checkpoints. Mache halt viele Nebenmissionen, da hast du halt keine Checkpoints. Beziehungsweise, wenn die Aufnahme dann weg ist, dann ist die Aufnahme halt dann weg. Unabhängig von den Checkpoints. Also man muss mal irgendwie gucken. Also ich bin zufrieden. Es sieht so schön aus. Schaut euch die Bäume an. Komplett neu animiert und alles mit neuen Texturen. Also nicht animiert, aber halt neue Texturen. Ist super. Meiner Meinung nach hier alles soweit in Ordnung. Bis halt auf die Spielabstürze. Ne? Nee, alles klar, Leute. Wie gesagt, nächster Part mache ich dann mal Nebenmission. Lasst euch mal überraschen, was das sein soll, wenn ich es jetzt nicht schon erwähnt hatte, was das sein, was ich zeigen werde. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, ne? Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao, ciao.